Hallo zu einem neuen Video von Handykurse.at. Sie möchten gerne üben, wie man richtig mit dem Smartphone umgeht, das heißt wischen, tippen, zoomen, scrollen und so weiter? Dann verpassen Sie nicht dieses Video. Ich zeige Ihnen eine tolle App dafür. Sie kennen es schon, wir werden gemeinsam die App installieren. Und zwar, die App heißt Weasel. Das ist ein komischer Name. Sie werden gleich sehen, warum die so heißt. Ich gehe in den Play Store, tippe wie immer den Namen ein. Hier sehen Sie es. Weasel. Ulrich, Ida, Siegfried, Emil, Ludwig. Und suchen. Da gibt es keine Vorschläge. Und dann haben wir das Weasel Game. So. Und wir sehen dann auch, warum das so heißt. Ich tippe mal auf Installieren. Ja. Zustimmen. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ich tippe wie immer nicht hier auf das Spielen, sondern gehe auf den Home-Button und zeige Ihnen, wo man die App findet. Entweder bei Ihnen auf dem Startbildschirm, wenn Sie keine App-Schublade haben, ansonsten in der App-Schublade. Ganz hinten taucht das Spiel hier auf. Ich tippe drauf, um zu öffnen. Das Spiel darf auf den Speicher zugreifen. So, wurde für eine ältere Android-Version entwickelt. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Updates auf die brauchen wir nicht prüfen. Ich gehe hier auf OK und dann startet das Spiel auch schon. Und dann nehme ich hier Österreich, damit wir das Ganze auf Deutsch haben. Sie sehen hier, es heißt Weasel, weil das ist die englische Abkürzung für Ubiquitous Information for the Seniors Life. Und dann geht das Ganze auch schon los. Da die Durchführung dieser Übungen doch ein paar Minuten dauert und ich nicht die Zeit dieses Videos damit verschwenden möchte, Ihnen haarklein jede Übung zu zeigen, zeige ich Ihnen einfach exemplarisch ein paar Übungen. Den Rest machen Sie selbst. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Das war's von meinem Video. Danke fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keines dieser Videos mehr versäumen wollt, drückt unten auf den Abonnieren-Knopf. Das ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Wir können Objekte berühren, wenn wir drauf tippen. Eine weitere Bewegung, die Sie durchführen können, ist das Wischen, nach links oder rechts wischen. Ich suche die Nummer 3, hier ist sie. Ziehen! So, ich ziehe in den Kreis in den Kreis, den Punkt in den Kreis. So. So, versuchen Sie es. Tipp, tipp. Sehr gut. Versuchen Sie es. Ja, größer, kleiner. Text eintragen. Ich tippe in die Zeile. Ich tippe hier. Egal, wo ich hintippe, dort befindet sich dann der Cursor. Ich kann das Ganze löschen. Fantastisch, wir haben jetzt alles gemacht. Ich kann es hier nochmal auswählen, was ich üben will. Das war's von meinem Video. Danke fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keines dieser Videos mehr versäumen wollt, drückt unten auf den Abonnieren-Knopf. Das ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.